Skandal, Gysi lässt Bombe platzen. Julian Assange sitzt jetzt seit mehr als 1000 Tagen in Isolationshaft in... Free Julian Assange auf jeden Fall. Digga, für die Wahrheit, für das Gute sitzt er einfach in Haft. Denn er deckte Kriegsverbrechen in den USA auf, aber nicht die Kriegsverbrecher sollen zur Verantwortung gezogen werden, sondern er soll in den USA Da siehst du, wie gefickt die Welt ist. Glauben Sie eine Sekunde daran, mit bewaffneten Drohnen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte durchsetzen zu... So, real talk. Russland verletzt Minsk II, aber die Ukraine auch. Warum erwähnen Sie immer nur das eine und nie das andere? Putin ist heute zweifellos negativer als früher. Aber 2001 hat er hier im Bundestag gesprochen und die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten und er... Ich schwör's dir, und er wurde einfach ignoriert und übergangen. Was? Warum? Weil die Amis gesagt haben, nein. So, Deutschland ist nicht souverän. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut, meine Jutsten. Yes, Alter, wir sind wieder da. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren, welches heißt Skandal. Gysi lässt Bombe platzen. Baerbock Unglaubwürdigkeit entlarvt. Video schockiert die Nation. Ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir gerne jetzt zu Gemüte führen werde. Ich glaube, es ist ein wildes Ding. Ich habe das schon auf den ein oder anderen Plattformen gesehen und ich bin gespannt, was der Gysi hier raushaut. Gysi eigentlich auch einer noch von wenigen Leuten im Bundestag, der auch hier und da mal die Wahrheit rausdroppt. Und deswegen bin ich gespannt, was er hier erzählt. Wir gehen rein in den Laden. Let's go. Sie, Frau Außenministerin, haben doch eine wertebasierte und deutlich hörbare Außenpolitik angekündigt. Dazu habe ich eine Frage. Julian Assange sitzt jetzt seit mehr als 1000 Tagen in Isolationshaft in... Free Julian Assange auf jeden Fall. Digga, für die Wahrheit, für das Gute sitzt er einfach in Haft. Muss sie mal reinziehen. Britannien. Im Wahlkampf waren Sie deutlich hörbar dafür, die Auslieferung zu verhindern und seine Freilassung zu erreichen. Denn er deckte Kriegsverbrechen in den USA auf, aber nicht die Kriegsverbrecher sollen zur Verantwortung gezogen werden, sondern er soll in den USA Da siehst du, wie gefickt die Welt ist. An dieser Aussage, die er eben getätigt hat, siehst du, wie kaputt und wie gefickt die Welt ist so. Wer müsste eigentlich gerade dafür büßen? Julian Assange, weil er die Sachen aufgedeckt hat, oder die Leute, die die Sachen getan haben? So. Das ist so krank und das schockiert mich aber gar nicht, dass die Baerbock damit Wahlkampf gemacht hat und dann im Nachhinein einen Fick darauf gibt, wenn sie an der Macht ist. So läuft es ja schon immer. Das läuft schon immer so. Die Parteien machen Wahlkampf und deswegen habe ich auch gesagt vorhin mit der AfD, die machen jetzt Wahlkampf mit diesem, wir sind die Opposition, wir sprechen die Dinge aus, die das Volk denkt, bla bla bla, und dann kommen die an die Macht und dann werden die genauso eine Marionetten sein und ihre Meinung wieder komplett ändern wie alle anderen Parteien, wie die Grünen damals, wie die Baerbock da. Das ist halt das Game, so, weißt du? Das ist das Game und das wiederholt sich immer, immer, immer wieder und dass es immer noch Leute gibt, die daran festhalten und daran glauben, ist einfach traurig und deswegen sind wir auch hier auf dem Kanal, um Aufklärung zu leisten, um den ein oder anderen vielleicht ein bisschen wacher zu machen. Ich küsse doch euer Herz. Nun gab es das erste Urteil, das die Auslieferung ablehnte. Als Sie Ministerin wurden, kam das zweite Urteil, das die Auslieferung anordnete. Sie haben nichts dazu gesagt. Sehen Sie, das führt dazu, dass Politikerinnen und Politiker immer unglaubwürdiger werden. Genau so ist es. Sie hatten vor dem Ministeramt eine Meinung, vielleicht haben Sie sie jetzt noch, aber Sie äußern sie nicht mehr. Und genau das geht nicht, wenn man eine wertebasierte Außenpolitik machen will. Und ich bin auch... Das ist halt so, Politiker sind auch nur die Marionetten, die da stehen, die uns präsentiert werden, die Sachen dann ausbaden müssen, so, auf denen wir dann rumhacken und wir dann sagen, oh, der ist schuld und so, aber im Hintergrund sind Leute, die wahren Fäden ziehen, so, und die entscheiden, was passiert und was nicht passiert. Da können die Parteien und Politiker sagen und denken und fühlen und eigentlich anders denken, wie sie wollen. Am Ende müssen die Dinge so durchgezogen werden, wie sie es gesagt bekommen. Und das sind für mich harte Facts und deswegen das ganze Spiel da in der Kuppel ist, das ist ein Game. Das ist wie ein Game. Das ist wie wenn du am Computer Mario spielst oder Donkey Kong, Bro. So, das kannst du nicht ernst nehmen. Ist einfach so. Gute Beziehung zu den USA und Großbritannien, aber Duckmäusertum hilft dabei nicht weiter. Im Koalitionsvertrag steht, dass das Ziel ist, bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr zu bekommen. Also ich kann davor nur warnen.
Der US-Drohnenkrieg forderte tausende zivile Opfer, wie die New York Times jetzt enthüllt hat. Glauben Sie eine Sekunde daran, mit bewaffneten Drohnen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte durchsetzen zu können? So, Bro, real talk. Es ist eine reine Angriffswaffe und das steht im Widerspruch zum Verteidigungsauftrag des Grundgesetzes. So, jetzt komme ich zu Russland. Auch uns stört der Aufmarsch der Soldaten, der massive Aufmarsch der Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Aber wir dürfen eins nie vergessen, Graf Lambsdorff. Nicht Deutschland, nicht die Sowjetunion hat Deutschland im Zweiten Weltkrieg überfallen, sondern Deutschland hat die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg überfallen. Und das kostete dieses Land 27 Millionen Opfer. Und das rechtfertigt bla bla bla, hört doch erstmal zu. Man muss doch die Historie verstehen, damit man versteht, wie gewisse Leute handeln. Weißt du, was ich meine so? Und das, was er gesagt hat, ist eine wichtige Sache, dass man versteht, wie die Historie ist, wie das damals war und was das auslöst, wenn wieder deutsche Panzer, die wir an die Ukraine liefern, über die Grenze rollen nach Russland und da Krieg führen so. Bro, das sind einfach Sachen, die musst du auf dem Schirm haben. Das rechtfertigt noch lange nicht, was Putin getan hat. Und dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war und das steht ja alles außer Frage so. Nichtsdestotrotz muss man die Historie mit einbeziehen, damit man versteht, was gerade läuft so. Und wenn du diplomatisch Dinge wirklich klären möchtest so, dann musst du das auch mit einbeziehen. Und dann musst du auch dementsprechend handeln. Ich habe das Gefühl, dass die Leute das gar nicht mehr sehen und dass die auch gar nicht wollen, dass wir daran denken, wie die Historie ist und wie der Krieg auch wirklich angefangen hat mit dem Putsch damals und was die Ukraine für einen Bürgerkrieg hatten und auch rechte Nazi-Sachen gemacht haben, der Typ, der jetzt gerade da an der Macht ist und so. Das sind alles Sachen, die Leute vergessen haben, aber das sind Sachen, die wichtig sind für die Historie von diesem Krieg. So. 1962 gab es eine Kuba-Krise. Und bei dieser Kuba-Krise war vereinbart worden zwischen der Sowjetunion und Kuba, dass sowjetische Raketen unter sowjetischer Kontrolle auf Kuba aufgestellt werden. Und als die Schiffe unterwegs waren, rief Kennedy Chruschtschow an und sagte, das kann er nicht zulassen. Er muss die Schiffe beschießen und dann gäbe es einen dritten Weltkrieg, weil das die Sicherheit der USA gefährde. Daraufhin hat glücklicherweise Chruschtschow die Schiffe umdrehen lassen. Dafür haben die USA Raketen aus der Türkei abgezogen. Ja. Auch heute wäre das so. Stellen Sie sich doch mal vor, drei souveräne Staaten, Russland, Mexiko und Kuba, vereinbarten, dass russische Soldaten auf Kuba und auf Mexiko mit russischen Waffen stationiert werden. Niemals würden die USA das hinnehmen und die NATO auch nicht. Warum billigten und billigen Sie den USA einen Sicherheitsabstand zu, aber Russland nicht? Das kann man. So ist es. Das ist nicht nachvollziehbar. Was die Ukraine betrifft, Russland verletzt Minsk II, aber die Ukraine auch. Warum erwähnen Sie immer nur das eine und nie das andere? Das ist Propaganda, Bro. Und noch was. Es gab ein Axiom in der NATO, dass kein Staat aufgenommen wird, der in einem Territorialkonflikt ist. Und die Ukraine ist in einem Territorialkonflikt. Das kann ganz schnell zum Bündnisfall führen. Die Europäische Union ist aber etwas anderes. Damit kann man auch ihre Sicherheit erhöhen. Putin ist heute zweifellos negativer als früher. Aber 2001 hat er hier im Bundestag gesprochen und die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten. Ich schwör's dir, und er wurde einfach ignoriert und übergangen. Warum? Weil die Amis gesagt haben, nein. So, Deutschland ist nicht souverän. Deutschland hätte die Beziehung mit Russland auf jeden Fall gut behandeln müssen. So. Mit Russland und mit der Energie aus Russland und diesen ganzen Geschichten für die Industrie in Deutschland wäre es vom Vorteil gewesen, wenn wir die Beziehung mit Russland versucht hätten, so positiv wie möglich zu behalten. Und es, wie er Gysi gerade gesagt hat, er war 2001 da, hat eine Rede gehalten auf Deutsch im Deutschen Bundestag und hat gesagt, dass seine Hände und seine Arme offen sind und dass er gerne mit der Europäischen Union und gerade mit Deutschland zusammenarbeiten würde. Aber die wurden ignoriert. Er wurde ignoriert. Aber das auch nur, weil die Amis zu uns gesagt haben, nein. So, wir haben diese Entscheidung nicht selbst getroffen, bin ich überzeugt von. Arrogant darauf einzugehen. Das ist der Punkt. Und dann haben Sie sich bekannt zur Friedenspolitik. Das finde ich völlig richtig. Aber, Frau Außenministerin, dann muss endlich und sofort die Bundeswehr aus Mali abgezogen werden. Wir haben die Offiziere ausgebildet, die dort Putsche begehen. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS schließt die Grenzen zu Mali, zieht ihre Botschafter ab und wir bilden weiter aus. Das geht einfach nicht. Und letztlich, wir brauchen ein
eine gute Beziehung zu den USA, zu Russland und zu China. Dazu muss man ein Vertrauen herstellen und sie machen, und wir haben zu allen. Solange wir diese Beziehung mit den USA haben, werden wir keine gute Beziehung mit Russland haben. Ist einfach so. Weil für die USA sind die Russen der Todfeind. So, und wir sind deren kleines Kind. So, warum sollen die ihr kleines Kind mit dem Todfeind spielen lassen? Wir haben keine guten Beziehungen und das geht nicht. Wir brauchen diesbezüglich, so wie es Biden gesagt hat, entweder endlich wieder das Völkerrecht und die Diplomatie. Stark, Junge. Das war mal eine Rede, oder? Also, muss ich echt sagen, habe ich gefühlt. Der hat die Sachen ausgesprochen, die wichtig und richtig sind, meine lieben Freunde. Geiler Typ, Digga. Gizeh? Pyramiden von Gizeh, na Mann. Gizeh, Shoutouts gehen raus auf jeden Fall. YouTube, ich küsse euer Herz. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Und lasst dem Video gerne Daumen hoch da. Wir sehen uns im nächsten Video. Be unique. Dabei war alles, weil wir waren ja schon dabei. Peace out.